Pop, pop, pop. Heute sexuelle Belästigung. Lecker. Hallo Unbekannter Nummer 1. Hallo Unbekannter Nummer 2. Was machst du denn da? Ich leck mir die Finger. Die schmecken so lecker nach Huhn. Aber heute gab's doch gar keinen Huhn zu essen. Von Essen war auch nicht die Rede. Ist ja widerlich. Schon gut, schon gut. Was machst du eigentlich schon morgens um 9 im Popo-Club? Ich wollte dich was fragen. Ach ja? Als ich heute Morgen aufgemacht bin, hatte ich einen Sandhaufen auf meinem Hintern. Kannst du mir das erklären? Ein Sandhaufen auf dem Hintern? Ja klar, das muss der Maulwurf gewesen sein, den ich dir gestern in den Pöter gesteckt habe, als du geschlafen hast. Was? Ein Maulwurf in meinen Hintern? Jetzt reicht's, ich schlag dir die Fresse ein. Stell dich doch nicht so an, der ist ja weg. Allerdings musste ich erst mit einem Wasserschlauch deinen Darm fluten, sonst würde der Maulwurf jetzt noch da sitzen. Ich glaub das einfach nicht. Das kannst du mir ruhig glauben, das war eine Riesensauerei. Weißt du was? Ich werde dich nicht zusammenschlagen, ich werde dich verklagen. Was? Ich werde dich auf sexuelle Belästigung verklagen. Ja, genau, das ist sexuelle Belästigung. Ich werde dich auf Heller und Pfennig verklagen. Dafür wirst du blechen. Ich werde deinen verschissenen Arsch und deinem Hintern wegfänden. Aber was sagst du jetzt? Du bist erledigt, du bist ruiniert. Du willst mich wegen sexueller Belästigung verklagen? Jupp. Wenn das so ist, verklage ich dich wegen sexueller Belustigung. Sexuelle Belustigung? Was soll denn das sein? Na, guck dir doch dein Dödel an. Jetzt sind wir quitt, was?